Hey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einem weiteren Part von Advanced Warfare. Ja, die Aussprache ist Absicht, die wurde nämlich komischerweise gefeiert. Ich weiß auch nicht warum. By the way, ich muss mal sagen, das Spiel, das geht mir mittlerweile so ein bisschen auf die Eier. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Vielleicht legt sich das auch wieder. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass bei euch so ein bisschen, naja, sagen wir einfach mal, bei euch so ein bisschen das Feedback eingebrochen ist und den Typen, hatte ich den nicht gerade irgendwie schon? Ich wollte gerade mal auf Team Deathmatch spielen. Habe ich das jetzt gewollt? Eigentlich wollte ich Herrschaft. Okay, dann nehmen wir halt Herrschaft. Ja, irgendwie das Spiel halt, es geht mir ein bisschen auf die Eier, aber euch anscheinend auch, was ich irgendwie ein bisschen traurig finde halt. Also man sieht, dass die Klicks einbrechen. Es ist jetzt nicht eine Sache, die mir wichtig ist, also dass es um die Klicks geht, aber wenn man wirklich sieht, dass die immer weiter einbrechen und weniger Leute zugucken sozusagen, dann macht man sich doch Gedanken. Und ich habe jetzt erstmal beschlossen, ich mache weiter bis Part 20, weil das Spiel mir wirklich auch noch Spaß macht. Es geht mir zwar manchmal ein bisschen auf die Eier mit seiner Art, aber es macht mir wirklich noch Spaß. Das Problem ist, ich finde nicht ganz viele Themen, wo man so, also nicht ganz so viele Themen, wo man drüber quatschen kann. Warum auch immer, beim Zombie-Modus funktioniert es komischerweise noch. Aber hier funktioniert es überhaupt nicht. Der dreht sich im Kreis. Ja. Im Grunde ist es dann auch immer wieder dasselbe. Wir zocken auf Instinct. Auch die Map kenne ich noch. Die mag ich auch nicht so. Aber was soll's. Läuft halt nicht mehr so, ne? Aber es ist irgendwie. Ich weiß nicht. Mit Advanced Warfare ist es einfach auch so. Keine Sau hat das Spiel. Also mein Kollege Kilian, der hatte ja zufällig letztes Mal, also die letzten Folgen, die ihr wahrscheinlich zugeschaut habt, der hatte da auch mitgespielt, ist jetzt eigentlich auch PCler geworden. Aber im Grunde kenne ich kaum irgendwen, der mitspielen kann. Das ist einfach das Problem. Ich habe sogar meine Zuschauer dazu aufgefordert und vielleicht noch ein paar Leute, die mich erst dadurch kennengelernt haben durch das Video. Die habe ich halt dazu aufgefordert, hey, schickt mir doch eine Anfrage hier und lasst mal zocken. Na gut, ich muss die Einstellung noch umstellen, fällt mir gerade ein, scheiße. Aber eine Nachricht kann man mir auf jeden Fall schicken, nichts für ungut. Und ja, was ich da als Problem einfach sehe, ist, dass keine Leute da sind, mit denen ich spielen kann. Und das ist auch, sagen wir mal, nach einer Zeit ein bisschen langweilig, wenn ich der Einzige bin, der hier mitkommentiert. Also ich meine, ich kann hier abgehen, wie ich will. Hier ist so zum Beispiel 4-0 gerade, ne? Und was? Dann sterbe ich wieder durch so ein Arschloch mit einer Schrotflinte, so einen dreckigen kleinen Hurensohn. Aber was soll ich da machen, ne? Kann man nicht viel machen dagegen. Das ist leider traurig, aber ist so. So, da schimmelt wieder so eine Gurke rum. Das war jetzt ein Assist. Ich habe den noch gar nicht getroffen. What the fork? Was war das jetzt? Ich dachte, da könnte ich irgendwas aufnehmen, aber okay. Weil da irgendwas stand gerade vom Quadrat oder so. Da kann man ja normalerweise immer interagieren bei Call of Duty. Aber ich hätte mich gerne mal zerquetschen lassen von dem Ding. Na, 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 wo ist denn der nächste Hurenbock, der hier abgeschossen werden möchte? Na, da ist keiner. Hey, hey, da ist unser lieber Freund, der abgeschossen werden will. Hurra! Das bringt auch nichts. Durchdringlich oder was war das? I, das hört sich ja irgendwie ein bisschen gay an. Ich habe ja nichts gegen Leute, die gay sind, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, damit angeschwult zu werden. Auf jeden Fall. Oh, durchdringend. Oh. Ach ja, stimmt, wir sind beim Gegner. So, nehmen wir das erstmal ein. By the way, ganz wichtig und so. Ja, Spielemacher. Hurra! Spielmacher, nicht Spielemacher. Hurensohn. Komm raus! Aha! Königstöter. Und das mit einem Schuss, das musst du dir mal vorstellen, Däger. Ist ja richtig krass. Schrank 34 sind wir jetzt. Das Spiel ist auch irgendwie richtig leicht an vielen Stellen. Das fühlt sich einfach besser an im Gameplay. Man fühlt sich da wirklich, als wäre man manchmal dabei, weil es einfach so übelst flüssig läuft. Das hast du nicht bei vielen Spielen heute. Ja gut, bei vielen schon. Ja, ist scheiße, was ich jetzt erzählt habe. Was macht der Typ da eigentlich? Drohne, okay, Drohne. Ich möchte gern wissen, wo die Leute jetzt sind. Oh, das ist interessant. Wo sind wir denn gerade? Ja, 30, okay, das geht ja noch. Na, kommt noch einer, traut sich noch eine alte Schimmelgurke da raus. Na, komm raus! Komm raus, trau dich, mein Freund. Komm raus, trau dich. Okay, er kommt anscheinend nicht raus. Wichser. Kannst du auch nichts machen. Hey, da sind doch zwei Schimmelgurken. Hallo! Die sind aber schnell vorbeigekommen. Hey! Pff. Komm her, Succubus oder was für ein Typ das auch immer ist. Succubus, nenne ich den Typen einfach mal. Ja, das ist richtig geil. Einfach mal irgendwelche Leute Succubus nennen. Viele Leute wissen nicht mal, was ein Succubus ist. Das will ich aber auch nicht unbedingt erklären. Okay. Es ist ein Dämon, der irgendein Geschlecht verführt und dann heiraten und dann irgendwie Seele klauen oder so. Keine Ahnung, habe ich nie verstanden. Ich kenne es nur von South Park halt. Oh Mann. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass das so als so derbe als unheilig angesehen wird, wenn man was rückwärts spielt oder so.
Was das dann irgendwie mit dem Teufel zu tun hat, das habe ich auch nie ganz gepeilt. Na, religiöse Leute sind manchmal auch ein bisschen komisch, muss man ja auch mal zugeben. Na. Ich bin zwar auch evangelisch getauft, aber fühle mich überhaupt nicht so. Ich glaube auch nicht an Gott oder so. Ja, hier erstmal schön fett Blasphemie betreiben. Ich weiß, wie es läuft. Oh, guck mal, da ist wieder einer. Na gut, ein paar Sachen, die in der Bibel stehen, die kannst du echt sagen, wenn man nicht übel nehmen. Aber es ist halt auch sehr viel, wo man sich so denkt, Alter, nein. Ich meine, du kannst den Leuten ja teilweise sogar die Wahrheit sagen, ne, und analysieren, warum das nicht wahr ist. Nein, ich rede jetzt nicht von Julians Bibelanalyse. Oder Julians Bibelkunde vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, was von beiden das jetzt war. Uhu! Ja, es gibt keinen Gott, ganz ehrlich, ey. Hätte es einen Gott gegeben, hätte ich den Typen abgeschossen. Ganz ehrlich, das sah sowas von realistisch aus, als ob ich den Typen geholt habe und dann war es das doch nicht. Ja, das ist doch schon fast eine Verarsche, Alter. Ja, jedenfalls, wie gesagt, Part 20 werde ich jetzt erstmal anstreben. Da werde ich jetzt noch ein bisschen weiter zocken, auch außerhalb. 10-5. Ja, ich kriege übelst auf die Fresse hier bei dem Spiel. Ich weiß. Besser kann es manchmal gar nicht mehr laufen. Wo sind jetzt die Gegner hin? Ja, okay. Ups. Na, da ist keiner. Okay. Hey, da unten schimmelt wieder einer. Und von hier kommt ein Schuss und irgendwie kann ich ihn nicht orten gerade. Und da kriegt er schon wieder auf die Nase. Ja. Wie die Nase des Mannes, so auch sein Personalausweis. Nein, das natürlich nicht. Sein Portemonnaie natürlich. Ja. Also reiche Schnösel haben manchmal gerne eine andere Nasenform. Wer es nicht kennt, ach egal, dann ist es halt so. Hey, der Buschjumper hält sich hier für besonders speziell. Speziell. Und 14-6, das kann man so lassen. Es läuft doch wirklich gerade ganz gut. Eigentlich dafür, dass ich die Map schon fast wieder hasse. Hey, Halbzeit, Sentinel, die sind gerade am Verlieren. Mit den Atlas-Jungs sind wir gerade am Gewinnen. So muss das sein. Ich klicke mal gerade kurz auf meinen Wecker. Ach, komm, guck mal, bis 41 haben wir noch. Ja, das ist doch einigermaßen gut. Ja, was ist noch gewesen? GFK hat heute angerufen. Ich habe ja bei diesem Projekt namens Internetmonitor teilgenommen. Ne? Aber das hat irgendwie mit meinem PC nicht ganz harmoniert. Oder irgendwie ging das dann nicht. Weiß auch nicht wieso. Ich habe wirklich, ich habe mir den Arsch aufgerissen, damit das funktioniert, dieses Projekt halt bei mir. Das ist ja so eine Art Programm, Add-on für einen Browser. Dann werden Daten halt anonymisiert übermittelt. Na, ist ja auch eigentlich eine löbliche Sache, nur weil es halt bei mir nicht ganz funktioniert. Ja, toll. Weil es bei mir nicht ganz funktioniert hatte. Die haben gerade auch noch angerufen, da wollte ich gerade aufnehmen. Oh Mann, ey. Musste ich dann aus der Aufnahme raus, das war auch wieder scheiße. Aber egal. Ja, dann hat es halt nicht ganz funktioniert und den Typen habe ich jetzt deswegen nicht gesehen. Ich, ganz ehrlich, bei dem Systemhack, nee, das ist die beschissenste Sache an diesem Spiel. Ich lege mich jetzt erstmal hier in den Dreck, das ist mir jetzt egal, ich hole die Leute einfach so. Naja, auf jeden Fall. Ja, dann muss ich auch mal campen, ich weiß. Und das gehört auch bestraft und zu Recht, aber bei Systemhack, da mache ich dann halt nichts. Ja, 14-8 geht doch noch. Ja, auf jeden Fall, warum auch immer, ob es jetzt an dem Programm war, ich wurde auch schon mal angerufen, dass es fehlerhaft ist und dass ich es bitte neu installieren soll. Also fehlerhaft in dem Sinne von, viele Leute haben gesagt, das geht nicht und das hier war auch übelst fehlerhaft gerade. Ja, deswegen musste ich dann, kann ich jetzt mal durch? Deswegen muss ich dann das Ganze nochmal neu installieren, dann hat es aber wieder nicht funktioniert. Der hat mir dann zigmal gesagt, ach, installieren Sie das neu, also nicht der Typ, sondern das Programm. Und irgendwie ging es dann nicht mit Chrome und ganz ehrlich, nee, ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt nach irgendwie 83 Versuchen, kurz mal draufklicken, hier akzeptieren, dass es neu installiert wird. Dieses Add-on, der hat jedes Mal neu nachgefragt, der hat auch nachgefragt, wer jetzt am Rechner sitzt. Okay, die Funktion hat ja auch funktioniert halt, aber irgendwie auch nicht immer. Und das war mir dann einfach so ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Also, ich habe nichts gegen dieses Projekt. Ich finde es wirklich gut, dass sowas gemacht wird. Man kriegt dafür auch ein Los für die Aktion Mensch, aber es ist wirklich traurig, also, dass es nicht funktioniert hat. Ich hätte da gerne mitgemacht, aber es ist mir einfach zu unsicher, wenn es ein Programm ist, was, sagen wir mal, Daten übermittelt, wo ihr euch gerade im Internet rumtreibt, ne? Und dieses Programm funktioniert dann nicht. Wer weiß, was dann vielleicht alles durch diesen Fehler mitgesendet wird, ne? Das kann man ja nicht wissen und dementsprechend ist es mir zu unsicher. Also wenn ein Programm nicht ganz funktioniert, dann will ich es lieber lassen und es nicht ausprobieren. Ja, ansonsten mache ich natürlich gerne bei der GFK mit, da kann ich euch nur empfehlen mitzumachen. Ihr kriegt da so Punkte dafür, dass ihr eure Einkäufe, zum Beispiel Games bei Steam oder sowas, eintragt. Alles, was ihr euch übers Netz geholt habt. Und
mit diesen Punkten könnt ihr euch dann Sachen bestellen. Zum Beispiel ein iPhone ab 8000 Punkten. Okay, ich bin gerade bei 2,5k, aber das tut nichts zur Sache. Und das war irgendwie überhaupt kein Kill. Hey, cool, wir können was einsetzen. Systemhack und Drohne. Das ist so ziemlich das, mit dem man die Gegner am meisten ficken kann. Aber das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade bei 2,5k, also 2500. Und mit diesen Punkten kann ich mir wirklich schon einiges Schönes holen. Und es lohnt sich, also es ist nicht viel Arbeit. Natürlich immer die doofen gleichen Sachen, kann man aber nichts gegen machen. Die wollen natürlich auch sicher gehen, dass ihr das eintragt und nicht einfach nur hinrotzt oder irgendwas da reinschreibt. Müsst ihr halt die Kaufgründe angeben und sowas. Ist aber eigentlich relativ interessant. Also ich mache das immer so einmal im Monat, wenn ich gerade was gekauft habe. Gut, ich bin da immer sehr nachzüglich. Also wenn irgendwas ist, dann trage ich das erst immer später ein. Aber es macht Spaß. Also was heißt, es macht Spaß? Es ist einfach schön, dass man dann auch was zurückkriegt. Also in dem Sinne, sich dann ab 8000 Punkte ein iPhone holen kann, was dann vielleicht noch 3 Jahre dauert. Gut, dann trage ich die Sachen halt ein. Aber ich meine, scheiße, ein gratis iPhone. Was kann man, also das aktuelle dann in dem Moment... Dann kann man sich, glaube ich, noch den Speicher aussuchen oder so. Aber überlegt euch doch mal, nur dafür, dass ihr eure Einkäufe eintragt, was ja eigentlich nicht viel Arbeit ist, das über 3 Jahre, dann könnt ihr euch irgendwie ein iPhone holen oder so. Ist doch geil, oder? Und ich meine, dann hat man auch, ich finde es eigentlich auch relativ hilfreich, dadurch überblickt man so ein bisschen auch, was man sich alles gekauft hat. Gut, ich hole mir jetzt bei Steam so derbe viele Spiele, ich bin jetzt irgendwo bei 100 fast, obwohl ich nie so der Typ war, der sich Spiele online so gekauft hätte, auf die Art. Aber da konnte ich halt einfach nicht widerstehen, weil bei Steam sind die Spiele so übelst günstig. Manchmal Far Cry 3 hat mal 2,49 € gekostet und ich meine, da kannst du doch nichts gegen sagen. Ich habe das Spiel 52 Stunden gespielt. Und vielleicht noch ein bisschen im Let's Play, das habt ihr ja auch gesehen. Vielleicht versuche ich sogar mal den PS4-Controller zu verwenden. Ey, das wäre der übelste Sketch, ganz ehrlich. Na komm mal raus aus deinem Häuschen da. Ja, auf jeden Fall die GFK, Gemeinschaft für Konsumforschung. Die möchte ich da weitestgehend unterstützen, also weil die mir dafür auch was zurückgeben sozusagen. Beim Internetmonitor war es halt ein Los für die Aktion Mensch, ein kostenloses. Dafür, dass man nachgucken lässt, dass man sozusagen, ja, hier bin ich auf Google gewesen, ja, hier bin ich auf der Seite gewesen, aber halt anonymisiert, also nicht genau, wo man auf der Seite jetzt war oder was man da gemacht hat. Alles schön anonymisiert und dann in der Statistik, zum Beispiel wird dadurch, ja, ermittelt wahrscheinlich, wie oft sich Leute auf Facebook im Vergleich zu YouTube rumtreiben, im Vergleich zu Google, im Vergleich zu YouPorn, nein, Spaß natürlich nicht, ich hoffe nicht, dass das überhaupt übermittelt wurde. Also ich habe dafür immer einen Alternativbrowser verwendet. Ich muss ja auch zugeben, ich bin einer, der sich Pornos anguckt. Da kann ich auch nichts für. Ich bin ein Typ. Kommt damit klar. Wie, wir haben verloren. Das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt muss ich erstmal meinen Popschutz hier wieder gerade rücken. Der ist voll am Arsch. Ohne Witz. Knick, knick, knick. Und der Popschutz ist ab. Alter. Ey, der ist voll verknaust. Ey, hier dieses Ding, was sich da so schön verbiegen lässt. Der ist richtig im Eimer. So. Ey. Naja, ist auch egal. Toll, jetzt haben wir die Runde hinter uns und wundervoll, sie ist fast ein Part lang, dann können wir auch hier direkt, Alter, ich muss das Ding gleich nochmal neu klemmen, SAC3, okay, ich möchte einfach mal ausprobieren, wie es mit der Klasse so geht, Sekunde, so, ASM, KF5, ASM1, die ist, war das die SN6 oder, nee, das war doch was anderes, IM, nee, das war die, ach ja, das war die hier, ich bin schon so blöd, ich vergesse das schon. Boah. Ja. In dem Sinne, bis zum nächsten Part von Advanced Warfare. Und ich hoffe, wir haben wieder Spaß.